Hey ho, meine lieben Wolfsbrudis, und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Im letzten Part haben wir vergessen, was wir getan haben. Ach stimmt, wir waren in dem Häuschen mit Joseph, weil wir uns plötzlich in dem Spiegel verpisst haben. Und ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Joseph, fürs Platz machen. Du gelangweilter Roboter. Oh, wo kann ich noch irgendwas öffnen? Nee. Geiles Kläschchen. Ja, wir machen da mal direkt weiter. Das heißt, gucken mal, ob wir hier noch irgendwo eine Statue entdecken, um noch einen Schlüssel zu bekommen. Aber durch die Cutscene sage ich mal leider. So. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Ja, vielleicht kannst du das tun. Alles klar? Ja. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Äußerst nett. Oh. So viel zum Speichern. Bin ich mal zurück zum Speichern. Okay. So, er findet da oben ein Scharfschützengewehr. Sag ich mal, relativ plötzlich wieder eine Waffe. Und als er da hochklettert, selbstverständlich bricht alles zusammen, weil die Leiter so instabil ist. Naja. Jetzt mal ich der Meinung bin, dass das eher zusammenbricht, wenn er mit seinem anderen Körpergewicht sich hochzieht. Aber okay, ich möchte jetzt nicht über Logikfehler in einem Spiel reden, was auf Psycho-Dingens macht, ja? Okay. Joseph? Wie wär's, wenn du mir hilfst? Ne? Okay, bleib da stehen. Alles klar. Sie schießen. Ach. Wirklich. Ah. Wow, Joseph. Wirklich, nachdem ich mich ein bisschen verletzt habe, weißt du was? Was ist das? So, hoffentlich sage ich mal Glück, dass wir das jetzt abgefackelt haben. Uns nicht erwischt hat. Weil, ich glaube, die sind nicht umsonst. Da und schreien noch. Nö. Och, nö. Okay, einen haben wir erledigt und der andere hat Schuss für dich. Danke, Joseph. Vielleicht bist du hier doch ausnahmsweise nützlich. Weißt du was? Verbrennen wir uns zur Sicherheit. Noch haben wir genug Streichhölzer. Ich will jetzt aber nicht hier alles verbrennen. Oh je, oh je, oh je. Okay, hier sind zwei Pferdedies. Und ob hier irgendeine Statue irgendwo oben rum stand. Die eine übersehen. Wir das letzte Mal abschießen müssen, aber es sieht gut aus. Okay. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Haben wir ja vorhin gesehen, wie gut es funktioniert hat. Ich höre hier ein Stöhnen. Die Shotgun-Munition ist voll. Also wir werden hier ein bisschen die Shotgun nutzen. Was ist das? Ach du Scheiße. Er hat uns gesehen, selbstverständlich hat er uns gesehen.
Okay, dieser Moment, wenn man ihn ins Gesicht schießt und es ihm nicht interessiert. Definitiv nicht interessiert. Dürfte ich jetzt bitte wegrennen? Oh Gott, das war, glaube ich, ziemlich glücklich. Je, oje, oje. Ich würde gerne heilen. Irgendwo erstmal verstecken. Ich glaube, das hier sieht gut aus als Versteck. Okay, nice. So, dann können wir uns erstmal kurz in Ruhe heilen, hoffe ich. Oder wir uns nicht bewegen. Ich schaff die nicht allein. Ach. Hast du überhaupt schon mal geschossen? Großartig. So, können wir uns heilen. So, was haben wir hier? Ach, jetzt wollte ich mich gar nicht nochmal heilen. Na, egal. Ach, sieh mal einer an. Das kann man auch werfen. Sehr schön. Okay, das war wütend. Definitiv wütend. Boah. Hab dich. So, es war zwar keine Absicht, aber auch nicht schlimm. Oh, cool, hier ist noch eine Spritze. Sehr schön. Aber jetzt Zwillinge, was steht da unten? 2 von 2 erledigt. Okay. Fuck. Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Ja, du findest bestimmt auch einen anderen Weg. Bei der Pferdestatue da treffen. Okay, das heißt, das werden wir als letztes machen. Ja, ja. So, warte mal, wir hatten jetzt hier V. Ja, genau, das habe ich auch ganz bestimmt gedrückt. Egal. 3, das auf 4, danke. So. So, laden wir erstmal hier in Ruhe nach. Zack. Auch mal nochmal nachladen. Weiß, was verbrennen jetzt noch großartig was bringt. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Glibber. Dann hab ich auch Glibber hinterlassen. Sieht nämlich nicht danach aus. Toll. Okay, jetzt habe ich gerade kurzzeitig gedacht, dass sie sich noch bewegen. So. Ah. Immer schön nach Statuen Ausschau halten. Die könnten nämlich. Hier ist ein. Hier ist noch Glibber. Hier ist auch noch Glibber. Das Glibber. Danke. Dato war aber hier leider nicht, oder ein Schlüssel. Der war schon scheiße dort versteckt. Also, der hat es nicht gut gehabt im Leben. Ja, flüstert nicht so viel. Und hier konnte man, glaube ich, sich sogar durchspringen. Beziehungsweise die Schlüssel. Mal dadurch gucken. Das ist das, wir das jetzt nicht machen, wenn man das machen kann. Ah, ne, gut. Und ich war doch lieber. Oder? Ne. Ah, da hinten. So, nochmal 3.500. Sehr schön. Als nächstes wollen wir die Pfeile updaten. Oh, wo Pfeile? Hier liegen Pfeile. Sehr nett. Hier flüstert doch die ganze Zeit jemand. Ist das Joseph, der flüstert? Ah ja, da hinten flüstert. Ja, hier wäre die Tür, sage ich schon, die Wand gewesen. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Zack. Munition, sehr schön. Die ist auch ziemlich rar geworden. Was flüsterst du jetzt, kleiner Mann? Egal, die haben wir auf jeden Fall. Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donner zu suchen, zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht, bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen, Daniel. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Natürlich sind wir wieder hier. Hängt ja nicht auf. Dank bewegen. Könnten aber ruhig mal wieder Schlüssel finden. Habe ich nichts dagegen. Oder haben wir noch einen jetzt?
Okay. Null Schlüssel. Schade eigentlich. Hier? Warum sind wir eigentlich wieder hier? Julia, warum rufst du uns zurück? Gibt es was Wichtiges, außer zu speichern? Das überschreiben wir denn auch. Ist kein Problem. Hier was Neues? Nee. Da gibt es auch keine neue. Nö. Okay, dann gucken wir mal wieder in unsere Zellen. Oh, lecker Kaffee. Leider können wir keinen Kaffee trinken. Okay, das war's ja schon. Das war ja sehr ergiebig. Dann gehen wir mal wieder. Aber sehr nett, dass wir speichern dürfen. Danke, Spiel. Alles okay? Mach dir um mich keine Sorgen. Okay, da runter zu jumpen scheint messer zu sein. Warum machen die auch so etwas? Gibt es hier noch einen Schlüssel? Sowas? Ein bisschen Licht? Nö. Na, Joseph. Ja, mir geht's gut. Danke, dass du nachgefragt hast. Und ja, du bist sehr... Oh, scheiße. Schnauze! Geht doch. Will uns hier heute erschrecken. Geht's ihm noch gut? So, haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Ich weiß, ich rede die ganze Zeit von... Oh, ein Hammer. Hm. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit von Schlüsseln. Ich hätte auch gerne einen Schlüssel. Ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir kriegen hier nicht so schnell einen Schlüssel her. Und Licht. Licht an. Gedrückt halt, dass es in die Hand nimmt. Nö, alles klärchen. Dann... Gott, irgendwie kommt mir das so ein bisschen bekannt vor. Ich meine, klar, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Wer irgendwo noch Statue hängt, steht. Okay. Ah, ich glaube, hier war ein Rätsel. Sieht ungemütlich aus. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Meistens sind Kontrollpunkte nicht so gut. Also natürlich gut für uns Spieler, aber das bedeutet allerdings, vor allem wenn wir hier einen haufenweise Waffen finden, dass das nicht so gut ist. So, das heißt, wechseln mal durch auf 3. Da. Das ist eigentlich unsere stärkste Waffe. Schießt zwar am langsamsten, ist aber unsere stärkste Waffe. Hier aus, da können wir irgendwie mehr oder weniger durch. Oh, ich sehe da was, ich sehe da was, will ich haben. Mach Platz! Weg! Jawohl! Jetzt aufheben! Wolle! Okay. Was heißt denn? Bringen uns das wahrscheinlich nicht so sehr weiter. So, hier steht was an der Wand. Das heißt, sagt diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. 3597, okay. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Wahrscheinlich müssen wir wieder die Dinger da drauf machen. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Was sagt hier 3579? Hast du nichts zu sagen? Alles klar, weißt du was? Ah, da ist ein Hebel, den drücken wir jetzt. Warte mal, da steht. Okay, eine 5 drauf. Dann habe ich hier die 3. Das ist die 9, dann müsste es die 7 sein, ja. 7 ist als einziges nicht durchgestrichen. Was bedeutet das? Immer runter. Vielleicht müssen wir. Oh.
Zack. Aufgeschlagen. So, die 5 ist auch durchgestrichen. 5 auch mal runter. Sehr schön. Zack, mal vor die Fresse gehauen. Die ist nicht durchgestrichen. Das heißt, für mich heißt es, dass da nichts drauf muss, oder? Das ist jetzt nur so ein Gefühl. Das könnte jetzt hier auch jederzeit zugehen. Hab was gehört. Ja, ich auch. Hörte sich gut an. Was war im Prinzip jeden Schalter einmal drücken. Das ist jetzt kein schweres Rätsel. Sag mal her, wie sieht es denn hier jetzt aus? Oh, Stacheln. Stacheln sind nicht gesund. Dann testen wir es doch einfach mal. Ich will ja nur sterben. Ah! Okay, sieht gut aus. Das war wohl richtig. Okay. Ich will nicht wissen, was das ist. Mach Platz, da ist Suppe. Suppe. Ja, was ist denn das hier für ein Leichenschauhaus? Furchtbar. Ja, so die Schwitze verbrennen, aber okay. War nur ein Gedanke, Joseph. War nur ein Gedanke. Oder war nur ein Gedanke, Joseph. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wo sind wir hier? Hey, hier ist der weg. Wir haben einen Schlüssel gerade eben erst gefunden. Weil der lässt wahrscheinlich auf sich warten, falls überhaupt ein zweiter hier existiert. Gar nicht, wie mein Bart gerade juckt. Okay. Ja. Gut aus. Vor allem sind wir plötzlich von so einer Metzgerei, sage ich mal, übelst woanders hin geraten. Pistolenmuni? Jawohl. Nehmen wir auch mit. Und noch eine Spritze. Auch sehr praktisch. So, lesen wir den Forschungsbericht hier vorne. Nehmen wir die Shotgun, weil wir hier noch zur Not welche hätten. Notiz Nummer 1 aus dem Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell. Aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 6 Stunden nach der Verabreichung des Serums 9, 122,4 cm, 28,2 Kilo, 10, dasselbe. Die Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums, beide genau gleich groß, 125,8 mm bei 29,4 Kilo. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. Nach 36 Stunden schon 1,38, also fast 1,39 und 34 Kilo schwer. Halb bewusstlos, Gespräch mit imaginären Personen. Nach 48 Stunden 1,45,2 cm groß und wiegt fast 47 Kilo. Unruhig, Sedativum wird verabreicht. Und das sind die zwei Dicken, die wir hatten? Also oben. Ja, ja. Ja, das waren die beiden von gerade eben, die wir platt gemacht haben oben. Tut mir schon fast leid. Waren ja nur ein Forschungsobjekt. Okay. Jetzt wollte ich gerade kurz überlegen, ob es sich lohnt. Ups, sieht aus wie so ein Wölfchen. Ich will so einen Wolf. Oh, Bilder. Gar nicht gut an. Oh. Ganz vorsichtig. Irgendwas machen. Durch. Oh, Notiz Nummer 2 aus dem Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu den Steinsarkophagen an der Oberfläche gebracht. Na, ich hab dich aus Versehen. Moment. Zack. Was war das Archiv? Zack. Runter, runter, runter. Zack. So, das kann ich jetzt gewonnen. Ja. Jeden Monat werden Opfergaben zu den Steinsarkophagen an der Oberfläche gebracht.
Der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wahrhaken der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange der Ketten und die Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, es hier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt er es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Okay, lass mich raten. Dieses Tier. Okay. But why not? Weiß nicht, ob wir hier weitergehen müssen. Oder eben nicht. Wir könnten hier mal versuchen. Ein bisschen Krach zu machen. Es war, glaube ich, bestimmt gerade. Oh. Er bringt natürlich nicht viel, ne? Okay, die Tür geht dadurch nicht kaputt. Die Wand hätte ja sein können. Das ahnt mir jetzt Schlimmes. Um ehrlich zu sein. Okay, wir kommen sozusagen auf die andere Seite, oder? Eben nicht. Okay, die Tür geht wahrscheinlich nicht auf, außer man stellt sich hier drauf. Los, Joseph. So ist fein. Das war ziemlich laut. Hier ist auf jeden Fall die besagte Wand. Weiß nicht, ob er jetzt noch schläft oder nicht. Ich sehe nicht mehr. Na gut. Ob er schläft oder nicht schläft oder ob wir ganz gemütlich rausspazieren können, werden wir im nächsten Part erst erfahren. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dorthin. Tschüss.